Hallo und willkommen bei Coinbox Hero. In diesem Video zeige ich euch meinen Rekord. Er ist 9 Minuten 30 und das ist meine Methode, möglichst schnell das Spiel durchzuspielen. Als erstes versuche ich, so schnell wie möglich einen Crossbow zu bekommen. Dazu verwende ich nur den Jump Level 2. Er ist am Anfang am effektivsten. Ich habe auch schon probiert, bei 500 einen Fan zu kaufen. Der ist allerdings nicht so effektiv, als wenn man gleich zum Crossbow geht. Also als erstes hole ich mir den Crossbow und einen Collector. Genau hier. Stats werden etwas upgegradet. Dadurch kriegt man 30% mehr Münzen. Und jetzt gleich den nächsten mit Crossbow Level 2. Der Crossbow ist eine sehr effiziente Waffe. Im Vergleich zu den anderen, die Melee-Waffen sind generell nicht zu empfehlen. Viele holen sich auch das Sword Level 1. Das ist allerdings schlechter wie der Crossbow oder der Fan Stufe 2 ist auch etwas besser. So, 4000. Gleich kommt der nächste. Allerdings jetzt mit Pistol. Die Pistol ist quasi genauso wie der Crossbow. Kostet das Dreifache. Ist allerdings etwas besser. Es ist allerdings auch möglich, hier sich nochmal einen Crossbow zu holen. Also der Crossbow ist nicht so viel schlechter wie die Pistole. Genau, 6000. Kommt gleich der nächste mit einem Crossbow. Mit einer Pistole. Stats werden upgegradet. Und ab hier versuche ich quasi, mir jetzt die beste Waffe im Spiel zu farmen. Das ist quasi meine Methode. Ich versuche so schnell wie möglich die Machine Gun Level 3 zu bekommen. Und an der Stelle wird quasi nur noch gefarmt bis 40.000 Dollar und dann hole ich mir die Machine Gun. Das ist meine Methode. Ihr könnt übrigens auch etwas ausprobieren. Ich bin sicher, da ist noch viel Luft nach oben und das Spiel macht richtig Spaß. Probiert einfach ein bisschen rum. Vielleicht schafft ihr sogar eine bessere Zeit als ich. Oder eine bessere Methode, besser als Pistol Crossbow. Jo, und jetzt sind wir noch nicht mal bei 3 Minuten und haben schon die Machine Gun Level 3. Wie man sieht, erzeugt die ziemlich viele Münzen, die auch gar nicht so schlecht sind. So, jetzt grade ich meine Stats ab, dann seht ihr gleich, es kommen andere Münzen, goldene Münzen. Viele schwarze und graue. Wird das Limit aufgehoben. Und jetzt geht es im Prinzip so weiter. Stat Upgrade. So, das sind quasi die höchsten Stats, die ich verwende. Die höheren Stats lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Dieser 8. Stat kostet 13.000. Und der nächste würde schon über 20.000 kosten, der höchste 36.000. Das ist also ziemlich viel für 10% mehr an Münzen. Und da wir so viele Leute haben, ist das ganz gut. Genau, der Coin Collector. Hätte man vielleicht noch früher upgraden können. Es gibt übrigens einen Münzbonus, wenn man bei dem Power upgradet, kriegt man quasi 50% mehr Münzen, je nachdem, wie hoch das Ganze upgradet. Ja, der nächste Machine Gun ist gemaxed. Ich verwende also die Methode, ich kaufe nicht für alle Machine Guns und mache dann die Stats, sondern immer Machine Gun Stats, Machine Gun Stats. Ja, die Stats geben quasi 90% mehr an Münzen. Und Dexterity gibt auch nochmal 90%, denke ich.
ist also eine Menge. Und wesentlich billiger als eine neue Maschine. Stats. Ja, und so geht das dann bis zum Ende durch. Ja, das Video hängt jetzt immer ab und zu ein bisschen. Weil das Aufnehmen braucht durchaus Prozessorleistung. Das Spiel ist auch ein bisschen, naja, ich habe schon auf Low gestellt. Aber es hängt auch manchmal ein bisschen. Ja, mein PC schafft das wohl nicht so ganz. Aber die Methode hat man ja gesehen, das ist es im Prinzip. Man kann da sicherlich noch viel rumprobieren. Und bessere Zeiten rausholen. Auf jeden Fall 3 Minuten Machine Gun. Das ist es. Ja, ich verabschiede mich hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Guckt noch fleißig zu Ende. Viel Spaß! Und wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, einfach googeln, einfach gucken. Und vielleicht schafft ihr ja eine bessere Zeit. Und dann könnt ihr es hochladen. Und dann geht's ab. Jo, tschüss!